an Arbeiten in beengten und versetzten Positionen, wo ich die Maschine nicht rechtzeitig bedienen kann. Das heißt, standardmäßig befindet sich das Vorschubhandrad auf der rechten Maschinenseite, kann ich dieses auf die linke Maschinenseite versetzen. Das Ganze geht ganz einfach. Ich brauche einen Innensechskantschlüssel Größe 5, fahre von der gegenüberliegenden Seite in die Bohrwelle, löse die Innensechskantschraube, entnehme das Vorschubhandrad, setze es auf die linke Maschinenseite und sichere es wieder mit der Innensechskantschraube von der gegenüberliegenden Seite. Nun habe ich die Möglichkeit, die Maschine linksseitig zu bedienen. Versetzen wir das Vorschubhandrad wieder auf die rechte Maschinenseite. Habe ich nun allerdings den Fall, dass ich sowohl die Maschine nicht auf der rechten wie auch auf der linken Maschinenseite bedienen kann, weil einfach das Einbau oder der Einbauraum zu eng ist, habe ich noch eine zweite Möglichkeit. Das heißt dann, ich muss sämtliche Stellhebel entfernen. Ich zeige es jetzt mal besser in der Kamera. Ich drehe die Maschine zu euch. Dann seht ihr schon die Außenform von der Bohrwelle. Die hat einen Außensechskant Schlüsselweite 30. Nun kann ich mit einem Maulschlüssel die Maschine auch so betreiben. Und somit habe ich ein wirklich sehr enges oder kleines Eckmaß und es ist mir möglich, die Maschine wirklich in den engsten Bauräumen einzusetzen. So, zum Abschluss nochmal ein kleiner Tipp, wie ich wirklich auch effizient Sacklöcher bohren kann. Wir haben hier hinter dem Außensechskant noch einen Tiefenanschlag angebracht. Dieser kann hier am Bohrständer genullt werden und somit kann ich genau meine Eintauchtiefe ablesen. Das Schöne ist, ich kann diesen Tiefenanschlag sowohl in metrischer Abmessung als auch in Zollabmessung einsetzen.